Hallöchen, ich lese euch endlich mal wieder etwas vor. Es ist ziemlich lange her, mein PC war kaputt, das glaube ich hat man gesehen, gemerkt, gehört, was auch immer. Meine Hand war kaputt, das hat man nur gesehen. Und meine Güte, jetzt war ich wieder einige Zeit weg, oder? Ach ja, lang ist es her, aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt wieder da, um Videos zu machen und unter anderem auch wieder Let's Read Your Fanfiction. Das heißt, wir werden wieder schwachsinnige Geschichten vorlesen. Ihr werdet sagen, wie ihr sie fandet, oder ich werde sagen, wie ich sie fand und allgemein, wie sie ihr so ankam. Für die, die das nicht so ganz mehr wissen, was Let's Read Your Fanfiction war, das war kurz ein kleines Resümee. Ich werde jetzt allgemein nochmal ein bisschen mehr reden. Für die, die das dann natürlich nicht interessiert, ihr könnt dann einfach nach vorne skippen und direkt zur Geschichte hin skippen. Aber wie gesagt, es ist, gibt da so ein paar Dinge, die dann doch kurz erwähnt werden müssen. Unter anderem wäre das zum Beispiel das mit dem letzten Video. Mein letzter Vlog, den ich hochgeladen habe, der Rückblick. Die Fahrten bei uns sind meistens immer ein bisschen chaotischer bzw. ein bisschen lauter, denn wir hören ganz gerne Musik und rasten dazu auch ab und zu ein bisschen aus. Da gab es ja ein paar viele Probleme mit und ja, die meisten haben den jetzt glaube ich nicht gesehen. Und deswegen wollte ich eigentlich nur kurz darauf hinweisen, der ist jetzt da, den könnt ihr schauen, ganz ohne Probleme. Und ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht zu schneiden, auch wenn das jetzt am Anfang mit der Musik dann natürlich nicht mehr so geklappt hat. Aber ich hoffe, das ist jetzt weniger schlimm. Ich werde euch das Video natürlich hier und dort und in der Beschreibung und überall verlinken. Und zur Not könnt ihr natürlich auch einfach nur auf den Kanal gehen und das letzte Video anklicken. Das sollte ja eigentlich genauso einfach sein. Ich bin auch immer noch auf der Suche nach einem neuen Projekt. Natürlich ein etwas ruhigeres und etwas stimmigeres Projekt, wo es mehr um Story geht. Wo man sich einfach abends, sage ich mal, zurücklehnen kann. Und einfach, ich sage mal, mit mir ein gemütliches, vielleicht gruseliges, vielleicht auch einfach nur sehr spannendes Spiel erkunden kann. Ich hoffe immer noch, dass ich da fündig werde. Ich habe ein bisschen was im Auge, aber das ist auch nicht unbedingt, ich sage mal, gemütlich und spannend oder so, also spannend wahrscheinlich schon. Aber ich glaube, das geht nicht so in die Story-Richtung, wie vorher es bisher war. Ich muss auch noch schauen, wie ich das denn genau mache, aber, oder beziehungsweise was ich da genau mache. Aber gefunden habe ich da noch nichts, also wie gesagt, eure Wünsche, ich warte da eigentlich nur drauf, dass ich den perfekten Wunsch kriege und ich mir sofort denke, nice, das nehme ich sofort auf. Ja, also Leute, wie gesagt, ich bin immer noch auf der Suche nach einem schönen neuen Projekt und ja, jetzt würde ich aber auch sagen, wir sollten nicht mehr so viel Zeit verlieren, es sind 3 Minuten vergangen, heilige Scheiße. ja, ich gehe jetzt natürlich eine Geschichte suchen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich sie gefunden habe. Da bin ich auch schon wieder. Und ich habe auch etwas gefunden von der lieben Let's Lucy TV. Und in der E-Mail steht meine FF. Halli, hallo André. Ich verfolge deinen Kanal schon echt lange und würde mich echt darüber freuen, wenn du meine Zomke FF vorlesen würdest. Würde mich echt freuen. LG Maya. Maya, ich werde deine Zomger-FF jetzt vorlesen, aber ich weiß noch nicht, ob ich sie komplett lesen werde, da ich noch nicht gesehen habe, wie lang die eigentlich ist. Auf jeden Fall möchte ich da ein bisschen reinlesen und ich werde dann natürlich, den Link in der Videobeschreibung reinpacken, denn sollte sie euch interessieren, dann könntet ihr sie natürlich selbst lesen. Ja, ich muss erstmal wieder in das Reden reinkommen. Ich bin gerade erst aufgestanden, das hört man vielleicht. Aber na gut, Leute, ich hoffe, ihr freut euch auf, ja, auf die kleine, vielleicht auch etwas feine, vielleicht auch etwas längere Zomke-FF. Aus Spaß wird purer Ernst. Person of You, Manu. Ich saß mal wieder spätabends im TS mit Zombie aka Michael und mit Maudado aka Maurice. Es ist verdammt schwer, die Freude beim Sprechen zu unterdrücken. Wieso? Das kann ich sagen. Ich weiß nicht, wie lange ich schon Gefühle für Micha habe. Das, was ich weiß, ist, dass sie schon lange existieren. Immer wenn ich seine Stimme höre, könnte ich dahin schmelzen, muss grinsen und stellte mir jeden Tag vor, wie es ist, wenn ich morgens aufwache und ein Zimbel nur in Boxershorts neben mir liegt. Oh Mann, ich weiß, dass das ziemlich kitschig klingt. Ich würde ihnen das ja sagen, was ich fühle, aber ich habe zu große Angst, dass er mich auslacht, mich verspottet oder sogar die Freundschaft kündigt.
wenn er erfährt, dass ich mich in meinen besten Freund verliebt habe. Manu, noch da? Fragte Maudado. Ich hinterließ nur ein gestottetes, ja klar, raus. Mir stieg sofort die Röte ins Gesicht, als sie anfing zu lachen. Warum, wusste ich nicht. Die ganze Situation war für mich schon recht peinlich. Warum kann sich jetzt nicht einfach der Boden öffnen und mich verschlingen? Was ist denn so lustig? Ich wollte einfach wissen, wieso sie so lachen. Ich meine, es muss ziemlich lustig gewesen sein, denn Micha bekam sich nicht mehr ein. Maurice beantwortete meine Frage eher im Gestotterten. Er war doch noch zu beschäftigt mit dem Lachanfall. Es ist einfach zu geil, Manu. Wir bringen hier die geilsten Witze über dich und du merkst es nicht einmal. Man hörte, wie sich Maurice seine Träne aus dem Gesicht wischt, da er das erwähnt hatte. Normalerweise würde ich jetzt irgendeinen guten Spruch lassen, aber irgendwie schmerzte es sehr. Ich fühlte mich beleidigt. Ich bin ja eigentlich nicht der Mensch, der sofort beleidigt ist oder nachtragend ist. Ich antwortete mit einem beleidigten Danke für die Info. Mann, Manu, was ist denn los? Du bist sonst nie so ernst, das war doch nur alles ein Witz, erwiderte Michael auf meine Antwort. Ich reagierte nicht darauf, ich war einfach nur enttäuscht. Es tut einfach weh, wenn der eigene Schwarm einen runtermacht. Zumal versuchte die Situation zu lockern, indem er sich mehrfach entschuldigt. Es wurde mir zu viel und zu dämlich. Ich lockte mich aus dem TS aus, fuhr den Rechner runter und ging in die Küche, um meine Medikamente zu nehmen. Auf dem Weg dorthin summte mehrfach mein Handy in meiner Hosentasche. Ich nahm es aus der Tasche heraus und musterte das Display meines Handys, was mit einem kleinen Pop-up-Fenster aufleuchtete. Die ganzen WhatsApp-Nachrichten, die mir geschickt wurden, kamen von Zombie. Manu? Sorry Manu, es tut mir leid, es war nicht so gemeint. Bitte antworte mir doch, ich habe ein schlechtes Gewissen. Kann ich es wieder gut machen? Und noch ein paar mehr. Plötzlich hörte mein Handy auf zu summen, bis ich einen Anruf bekam. Natürlich war es Micha. Ich war mir nicht sicher, ob ich rangehen soll. Einerseits wollte ich es aber auch nicht. Ich schob das grüne Symbol nach rechts, um den Anruf anzunehmen. Ich hörte, wie Michael ein zufriedengegebenes Geräusch von sich gibt. Na endlich. Mann, Manuel, es tut mir so leid, ich hätte es so nicht sagen dürfen, ratterte er runter. Und ich war ein bisschen geschockt. Nicht von der Entschuldigung, sondern dass er mich Manuel nannte, was er normalerweise nur dann tut, wenn er was ernst meint. Schon gut, kam es leise von mir. Ich will es wieder gut machen, sprach Zimbel mit überzeugter Stimme. Brauchst du nicht, das ist doch nur Kinderkacke, was jetzt hier war. Ist mir egal. Komm, bitte Manu, es ist doch nicht so schlimm, wenn wir mal einen Tag zusammen was unternehmen, oder doch? Unterbrach er mich. Soll ich oder soll ich nicht? Ich meine, es wäre ja echt nice, mich mit ihm zu treffen, aber dafür müsste ich mich zeigen. Mann, Manu, du bist doch verliebt, oder? Ja. Dann lass dich darauf ein. Ich meine, man kann mit keiner Person zusammen sein, wenn man sie nicht einmal persönlich kennt. Du hast ja recht. Manu, noch da? Sprach Michael. Ja klar, was hast du dir denn gedacht bei dem Wiedergutmachen? Wirst du schon sehen. Ich konnte sein Grinsen schon hören, trotzdem gab ich nur ein Okay heraus. Wir redeten noch eine ganze Weile über Gott und die Welt, bis ich dann merkte, wie spät es war. Also verabschiedeten wir uns und legten auf. Ich saß auf meinem Bett und dachte über die Verabredung nach. Was er wohl geplant hat? Person of You, Michael. Anfangs dachte ich nicht, dass Manu dem Treffen zustimmen würde. Ich war sehr froh darüber, bloß ein Problem gibt es da. Ich habe keine Idee, was man machen könnte. Ich will es Manu recht angenehm machen, der Haken bei der Sache ist ja, dass man Menschenmassen hasst. Okay, wer nicht? Okay, denk nach, Zimbel. Was kann man im Hochsommer alles machen, sprach ich zu mir selber. Kino? Nee, ist langweilig. Spazieren? Gott, nein. Minigolf? Nein, auf gar keinen Fall. Kein Minigolf. Mann, Micha, reiß dich zusammen. Es kann doch nicht so schwer sein. Ich fuhr mit den Händen durch meine schulterlangen Haare, legte mich in mein Bett und betrachtete die Decke. Irgendwann muss ich eingeschlafen sein, denn ich wurde durch die Sonnenstrahlen recht früh wach. Ich öffnete meine Augen, setzte mich aufrecht hin und trieb mir erstmal den Schlaf aus ihnen. Mit immer noch müdem Blick sah ich zur Uhr, die mir verriet, dass es 7:33 Uhr war.
Da ich so oder so nicht mehr schlafen konnte, raffte ich mich aus mein ach so gemütliches Doppelbett und schleppte meinen müden Körper Richtung Badezimmer, wo ich erstmal duschen ging. Also zog ich mich komplett aus und stieg unter die Dusche und schaltete sie sofort an. Vor Schreck von dem kalten Wasser zuckte ich zusammen und war dadurch erst recht hellwach. Das Wasser stellte sich auf eine angenehme Temperatur und fing an, mich zu waschen. Ich weiß nicht warum, aber dieser Ort ist für mich wie eine Denkstelle. Hier kann man immer richtig gut über all seine Probleme oder andere Sachen nachdenken. Da kam mir die Idee. Okay, dann sind wir jetzt doch schon durch, beziehungsweise ich bin durch, denn es geht noch ein ganzes Stück weiter. Aber ich möchte doch nicht zu viel, ich sage mal, vorausnehmen. Denn, also ein Kritikpunkt ist jetzt schon, es gibt viele Schreibfehler. Also meiner Meinung nach viele. Es sind vielleicht nicht unbedingt viele, aber es gibt meiner Meinung nach viele Schreibfehler, die das gerade das Lautvorlesen doch ein bisschen komplizierter machen. Das soll aber nicht davon abhalten, dass es doch eine recht gute Story werden könnte. Und deswegen möchte ich einfach das euch überlassen. Ich bin der Meinung, ihr solltet einfach selbst herausfinden, ob ihr es mögt oder nicht. Und deswegen lasse ich natürlich den Link zu der Geschichte unten in der Videobeschreibung. Und ja, dann könnt ihr, wie gesagt, gerne mir sagen, ob die gut war, ob ihr sie gut fandet. Und am besten auch direkt dem Autor sagen, wie ihr sie fandet. Denn ja, das hilft natürlich dem Autor am meisten. Ich weiß, in diesem Part war besonders viel Gelaber dabei. Aber das musste teilweise leider sein. Ja, aber dafür ist das hier ein Video, denn die, die das nicht interessiert, können ja einfach dorthin skippen, zu dem Punkt, dass es sie interessiert. Ja, also die nächsten Parts werden dann natürlich wieder etwas normaler sein, nicht mehr mit so vielen Informationen vollgepackt. Da geht es dann wieder mehr ums eigentliche Thema, nämlich einfach nur ums Vorlesen. Ja, Leute, dann bin ich hiermit durch. Ich wünsche euch wie immer einen wunderbaren Tag. Habt ihr noch nichts zu tun, denn weise ich euch, wie gesagt, einmal auf die Geschichte, auf die Fanfiction hin und natürlich auf mein älteres Video von letzter Woche, glaube ich. Ich bin mir unsicher, auf jeden Fall von meinem letzten Video, solltet ihr das nicht gesehen haben. Ja, dann sieht man sich bei einem anderen Video wieder. Haut rein, Leute, und macht's gut. Tschüss.